Hallo ihr Lieben, ich habe ein ganz kleines Mini-Resin-Pop-Out und zwar ist das Video für die liebe Melli alias Tinker Art. Und zwar hat sie mir vor einiger Zeit diese Form geschickt und ich hatte auch angefangen, damit Untersetzer zu machen. Dann hatte ich mir die Hand gebrochen und konnte das nicht weitermachen. Und dann habe ich jetzt gestern, vorgestern noch die Endschicht gegossen. Und wie gesagt, die waren jetzt seit Mai in den Formen drin und ich bin mal gespannt, wie das geworden ist. Genau, sie hatte mir die Form und auch noch ein bisschen Glitzer geschickt und ich hatte ihr nämlich versprochen, dass ich ihr zeige, was dann draus geworden ist. Genau, also Melli sei ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Das hatte ich, glaube ich, eben schon einmal draußen. Genau, da hatte ich hier einmal den Frosch eingegossen gehabt. Genau, und da habe ich mich auch ihr Glitzer, das blaue Glitzer, nur so ein bisschen anderes Glitzer verwendet. Und die sind echt schön geworden, finde ich. Auch diese Form. Ich muss die noch ein kleines bisschen bearbeiten. Einmal das. Dann habe ich noch einen Untersetzer gemacht. Genau, da hatte ich hier die Dinos eingegossen. Und ich muss sagen, das hat echt geklappt, obwohl die halt jetzt seit Mai in der Form waren. Ich wollte das halt nicht durchsichtig lassen, weil das dann zum einen ein bisschen zu dünn gewesen wäre und dann sieht man halt das Motiv auch nicht so richtig. Aber finde ich auch echt niedlich, die Dinos. Genau, und dann hatte ich hier noch zwei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier so drin ist. Genau, die Form hatte sie mir auch mitgeschickt. Ah, genau, da hatte ich noch mal einen Frosch. Also am liebsten habe ich wirklich die Frösche und die Dinos mit dem mit Glitzerhintergrund. Genau, einmal das. Und einmal einen kleinen Schmetterling. Ich denke mal, hier werden Magnete draus. Dafür ist die Form nämlich auch echt schön. Kommen dann an den Kühlschrank oder hier an meine Magnetwand. Ja, also vielen Dank, Melli, nochmal. Auch wenn das Video jetzt leider etwas verspätet kommt. Aber falls du das Video siehst, wie gesagt, vielen Dank. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie euch die Untersetzer gefallen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.